Meine geliebten Kinder des Lichts, achtet auf die Zeichen, Anregungen und Weisheiten, die in dieser Zeit in großem Maße zu euch fließen. Alles, was ihr in dieser Zeit am meisten benötigt, ist eine Orientierung, ein Wegweiser für euer Leben, als auch ein Wegweiser für eure Mitmenschen. Es bedarf in jedem Moment im Hier und Jetzt, ganz bei euch selbst zu sein. Ihr bekommt die wahre Führung, die Führung, die euch durch eure Herzräume aus den höchsten Reichen des Lichts und der Liebe zugespielt werden. Vertraut in diese Eingebungen. Glaubt und vertraut, dass ihr nun den wahren, bestmöglichen Weg aus diesem Wirrwarr an falschen Informationen des Außen finden könnt. Eure wahre Orientierung ist die, welche ihr aus eurem Inneren hört, nicht euer Gedankengeplapper. Die Stimme eures Herzens ist nun essentiell für euren Weg, persönlich als auch für die Menschheit, der in das Licht führt. Ihr wollt heraus aus diesem tiefen Sumpf, der nur entstehen konnte, weil ihr im Außen orientiert wart, weil ihr anderen mehr geglaubt habt als euch selbst. So geht nun den Weg, der euch aus tiefstem Herzen eingegeben wird. Dies ist eure wahrhaftige, bestmöglichste Führung in jene Tage, die euch ein wohlwollendes Miteinander bringen werden. Ihr seid geführt, beschützt und geliebt, so ihr unerschütterlich in eurem innersten Wesenskern ruht und an diesen Felsen fest angebunden seid. Es kommen immer mehr Informationen des Grauens im Außen. Ihr hält diesen Stand in der Ruhe und Gelassenheit und in einem inneren Wissen eures wahren Selbst. Euer euch liebender, göttlicher Vater.